Guten Abend, Frau Slomka. Ja, nach Ihrer Empfehlung in Anführungsstrichen heute sind die Eltern so schlau als wie zuvor. Warum nicht eindeutiger in die eine oder andere Richtung? Weil die gesamte Datenlage, die wir analysiert haben, einschließlich der Daten aus der jetzt laufenden sogenannten vierten Welle in Deutschland, das nicht hergeben, eine eindeutige Empfehlung für die Impfung. Und auf der anderen Seite wollten wir ja den Eltern, die unbedingt die Impfung wünschen, aus was immer für Gründen, dies nicht verwehren. Insofern glaube ich, dass es in der Summe eine ganz vernünftige Empfehlung ist. Ja, arm wird ärmer, reich wird reicher, der Chef verdient das Fünffache. Warum fehlen Ihnen die Daten? Also die EMA hat ja zugelassen, es gab ja Studien und in den USA wird jetzt schon seit Ende Oktober gab es da schon die Zulassung, sind inzwischen über 5 Millionen Kinder geimpft, über 1 Million, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Zahlen auch schon mit einer Zweitimpfung. Das sind ja unheimlich viele Daten eigentlich, die Sie haben. Haben Sie da Daten über Schäden, über schwere Komplikationen, die Sie zögern lassen? Einen Ärztemarathon haben auch die 15-jährige Lea und ihre Mutter hinter sich. Aus Scham will das Mädchen nicht erkannt werden. Genauso wie Torben erlitt sie nach der Impfung eine Herzmuskelentzündung. Mittlerweile ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen. Laut medizinischem Dienst hat das Mädchen den Pflegegrad 3. Wir hatten vor der Impfung wirklich ein kerngesundes, lebensfrohes Kind, was mit beiden Beinen im Leben stand, in der Schule top war. Aber man wird abgebügelt, da will keiner drüber reden. Das gibt es nicht und es gibt keine Impfnebenwirkung, also Impfschäden. Wir wurden immer für, ja, ich sage jetzt mal, wirklich verrückt erklärt, was wir jetzt wollen, warum wir jetzt unbedingt so ein MRT für unser Kind haben wollen. Das sind ja unheimlich viele Daten eigentlich, die Sie haben. Haben Sie da Daten über Schäden, über schwere Komplikationen, die Sie zögern lassen? Die Mutter gab nicht auf, bestand immer wieder auf eine MRT-Untersuchung des Herzens, bis sie sich schließlich durchsetzte. Ihr Verdacht bestätigte sich. Lea hatte nach der Impfung eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung, erlitten. Doch bei der 15-Jährigen kamen noch Krampfanfälle dazu. Sie entwickelte eine Spastik in der linken Hand. Das sind ja unheimlich viele Daten eigentlich, die Sie haben. Haben Sie da Daten über Schäden, über schwere Komplikationen, die Sie zögern lassen? Auch beide Beine und Füße knicken beim Stehen weg. Da die Ärzte keine Ursache finden, wurde auch ihr eine psychosomatische Klinik empfohlen. Wir fühlen uns total alleingelassen, weil alle nichts unternehmen. Und das Schlimme ist, unsere Tochter wurde mit einem Erwachsenenimpfstoff von BioNTech geimpft. Für Erwachsene die volle Dosis, 2-mal. Und wird jetzt aber nicht auch wie ein Erwachsene behandelt, weil sie ist erst 15. Und die meisten sagen, ja, wir nehmen aber erst ab 18. Und da frage ich mich, wie kann das sein? Also zunächst mal, die EMA hat zugelassen aufgrund der Unterlagen der Zulassungsstudie. Und wir wissen ja alle mittlerweile hinlänglich, dass diese ungefähr 1500 Kinder, die da in der Zulassungsstudie geimpft worden sind, keinen Ausschluss von auch nur seltenen, geschweige denn sehr seltenen Nebenwirkungen möglich machen. Das ist eigentlich unbestreitbar so und ist durch jeden nachrechenbar. Ey, hör mal zu, du Pisser, wenn du diese Aufnahme siehst jetzt. Lass uns 1:1 reden, Auge in Auge.